So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses ist der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wir möchten nämlich Hering testen, aber nicht irgendeinen Hering, sondern hier den Hering High Protein. Also High Hering, High Protein, High Protein Hering. Das sieht auf jeden Fall aus, als wären es hier irgendwelche Duftlöscher-Packs. Das muss für Thumbnail reichen. Was ist das jetzt genau? Das sind die Packungen High Hering. Und ich glaube, das sieht so viel besser aus. Wir scheißen auf das Thumbnail. Wir machen das Thumbnail einfach so. Ah, Adi, Schatz. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Und zwar wollen wir heute Hering testen. Aber nicht irgendeinen Hering, sondern den High-Hering, beziehungsweise den High-Protein-Hering. Das sind Heringshappen in 4 verschiedenen Sorten mit reichlich Protein. 15 Gramm Protein steht da drauf von der Firma Havesta. Mindestens 15 Gramm Protein pro 160 Gramm Dose. High Hering, High Protein. 4 Dinger mit Hering und mit Protein. Die machen wir jetzt alle mal auf. Wir fangen mal an mit hier oben diesem braunen Heringshappen. Rauchiges Barbecue, Pfefferoni, Paprika. Muss man da noch mehr vorlesen? Proteinreiches Snackgericht aus 41% Heringsfilethappen und Gemüse in einer rauchigen Barbecue-Soße. Nehmen wir mal hier raus. Ist immer hier so ein Döschen. Rauchiges Barbecue. Mach mal hier auf. Wie eine Dose Katzenfutter. Einmal so. Da ist so wenig drin. Oh mein Gott, da kommt gleich die Katze angerannt. Probieren mal. Boah, rauchiges Barbecue. Also das hat richtig starke Barbecue-Note. Dieser Geruch, diese Soße, richtig gut. Wer Barbecue mag, ich bin eigentlich nicht so der Barbecue-Freund, aber trotzdem überzeugt das vom Geruch. So, jetzt merke ich erstmal, dass ich sonst immer nur Thunfischsalat esse und Thunfischsalat probiere, weil ich auch noch 5 Packungen habe und Hering ja wieder eine ganz andere Konsistenz hat und ganz anders schmeckt, ganz anders zubereitet ist. Aber super genial das Gemüse, was da drin ist. Kann man vielleicht hier auch nochmal sehen, dass da richtig Gemüse drin ist. So viel Hering ist da nicht drin. Das heißt, es ist wirklich für 3 Euro... Ein so eine Packung 3 Euro, eine kleine Delikatesse, die man sich mal so gönnt, aber die man nicht jeden Tag essen kann. Ich merke auch, eine richtige Schärfenote ist da, überzeugt. Barbecue, nicht mein Fall, aber diese rauchige Barbecue-Note mit Pfefferoni-Protein in Kombination mit dem Hering macht eigentlich einen guten Eindruck. Aber viel zu teuer für mich, kann ich mir eben nicht immer zu leisten. Dann aber Heringshappen. Fruchtig, süß, sauer. Paprika, Kidneybohnen. Kommen wir mal von der rauchigen Note zur süßen Note. Auch aus 41% Heringsfilethappen in einer fruchtig-süßen Soße. Und ich mach das also mal raus. Machen das auch wieder auf. So. Einmal hier. Können wir wieder reinschauen. Wieder eine Dose Katzenfutter. Und wir labern nicht lang. Fruchtig, süß, süß, sauer. Wir nehmen uns den fetten Klotz, der hier hinten liegt, und werden den mal einführen. Wow! Okay, das erste war scharf, das zweite wirklich fruchtig, süß, sauer. Ich dachte, das schmeckt bestimmt total chemisch und künstlich. Das schmeckt so lieblich, so genial. Der Fisch passt richtig gut dazu. Also da sind 3 Euro schon was wert.
Da kriegt man auch was für die 3 Euro, sagen wir mal so. Finde ich sogar besser als die rauchige Barbecue-Note. Würde ich mir nochmal kaufen. Ganz ehrlich, würde ich mir nochmal kaufen. Super guter Fisch, wer mal Fisch zwischendurch möchte. Dann haben wir als drittes jetzt diese rote Packung. Heringshappen, scharfe Tomate mit Paprika und Pfefferoni. Auch wieder 41% Heringshappen und dann eben in einer scharfen Tomatensoße. Adi, nein, nicht. Machen wir das auf. Ist halt schade, dass das... Ich wollte das jetzt teilen auch mit der Mama, die ist noch da. Wenn ich eine Gabel esse, dann ist ja die Dose schon halb leer. Das heißt, es sind gefühlt nur 2 Gabeln. Das ist die scharfe Tomatensoße. Wir kommen wieder hier rein. Wir nehmen mal hier vorne ein Stück richtig fettes, ein großes Stück Fisch. So. Schmeckt tomatig, aber du hast trotzdem diese Paprikanote noch, die durchkommt. Soll scharfe Tomate sein. Scharf finde ich es gerade überhaupt nicht. Rauchig war scharf, Tomate nicht scharf, süß war beste bisher. Und Tomate mag ich eigentlich sehr gern immer so am Fisch. Hier stört mich aber ein bisschen diese Paprikanote dazwischen, wo du dann auch drauf rumbeißt. Fand ich bisher immer noch süß. Süß und fruchtig am besten, trotzdem kannst du auch gut essen, der Fisch immer noch genial. Und wir haben noch einmal Heringshappen, grüne Kräuter, Schnittlauch, Petersilie, 15 Gramm Protein. Wir holen es wieder hier raus, wir gucken wieder, ach so, jetzt haben wir die Packung schon weg. Schnittlauch, Petersilie, Kräuter, ist das cremig? Na, das ist eher flüssig, aber das kannst du wirklich zählen hier. Hast 1, 2, 3, 4, 5. 5 kleine Happen von dem Hering. Wir gehen also mal hier rein. Nehmen uns das Ding hier raus. Also Kräuter ist bis jetzt die schlechteste Sorte, aber nicht, weil es nicht schmeckt, sondern weil es halt gefühlt irgendwie nach nichts schmeckt, außer nach dem Fisch. Also würdest du den blanken Fisch essen, die Soße merkst du gar nicht, diese Kräuter kommen gar nicht durch, ist einfach nichts da, deswegen würde ich das auf Platz 4 setzen. Da reicht es auch, wenn ich normal mehr Hering so kaufe und esse, ohne das Gemüse, ohne diese Soße, ohne dass es so teuer ist. Also Kräuter Platz 4, scharfe Tomate Platz 3, rauchiges Barbecue Platz 2 und am besten immer noch die süß-saure Note mit dem Hering. Das ist meine Top 4. Gab es im Rewe, glaube ich. Steht da was drauf? Nee, gab es nicht im Rewe. Das ist das Logo, was so aussieht mit dem roten Farben und so Zeugs. Wenn ihr es auch schon mal gesehen habt, schreibt es mir in die Kommentare. High Hering, High Protein. Heringfilet, 3 Euro die Dose im Aldi, im Lidl, im irgendwo, der Case, du kennst bestimmt. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und esst mehr Fisch.